Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 auf der Map Thüringer Oberlande 1988 zusammen mit McManus und den Sachsen-Let's Player. Ach, und dem Werner von Burning Gamers. Hallo. Wow. Es tut mir so leid, ich mach so viel mit dem. Wow, ich mach so viel mit dem. Ja, gut. Wow. Doch. Ach, was soll denn das jetzt? Muss tatsächlich habe ich hier Mischfutter drin. Oh nein. Bin unter das Rohr gefahren, egal. Oh nein. Da fällt mir gerade was ein, wo ich den Versprecher habe, gemacht habe. Ja. Ich habe vergessen, dich unter meinen Videos zu verlinken. Mich? Ja. Wow. Das ist dein Ernst? Ja. Das ist das größte YouTube-No-Go, was es gibt. Das ist wirklich so und deswegen sage ich das auch, um meinen Fehler hier direkt mal zu entschuldigen. Ich hatte den Randy auch drin, richtig. Wow. Also du bist so ein Copy-Paste-Opfer, ja? Ja, ohne Witz. Eieieiei. Das ist schon hart für sie. Das gibt ein Minus. Ja, muss ich jetzt einfach so sagen, das gibt einfach ein Minus. Oh, jetzt seid nicht so. So, Moment, die Weihnachtsliste habe ich hier. Freezy wird erstmal durchgestrichen. Sehr gut. Also wenn man es rein, abonnententechnisch betrachtet, ne, ist es ja so, dass du hier ja, also dass wir deine Eltern sein könnten. Ja. Und das ist schon hart, Freezy. Also das ist schon, wow. Ja gut, ob jetzt mein Link unten in der Videobeschreibung ist, ich denke, er macht sowieso mehr Abos. Das eine und das andere. Das aber ich habe es natürlich geändert. Ja. Freezy? Und jetzt bist du drin. Kannst du da bitte nochmal ein separates Video so machen, wo du dich entschuldigst? Das wäre das Mindeste. Also das, was Werner jetzt gerade gesagt hat, war nur freundlich als Frage formuliert, aber es war keine Frage. Ne? Das, nur mal. ich habe eine andere Frage. Ja. Wie hängt man das? Das Gespann kann man ja gar nicht aneinander hängen. Darf ich mal rein switchen? Ja. Aber ich glaube, du musst das einmal pressen, einmal einsammeln. Darf ich kurz was testen? Na klar, alles was du möchtest. Ja, das müssen zwei verschiedene machen. Ja, ne? Aber das sieht. Ah ja, genau, doch. Stimmt, ich hatte eine andere Kombination im Kopf, das tut mir leid. Aber trotzdem. Aber trotzdem hast du recht, ja. Trotzdem ist es nicht schlecht. Weil wir haben immer noch 20.000. Nice. Ja. Ich komme mit dem Trecker. Jo, holst du das andere Teil, ja? Natürlich. Sehr gut, da fange ich jetzt einfach mal an, das Stroh zu pressen, oder? Ja. Oder wollen wir. Warte mal. Was denn? Dann kann ich das Grasmähwerk noch kaufen. Das können wir auch gleich mit runternehmen. Weil das Geld haben wir jetzt. Wollen wir das vom LS Marco probieren? Kostet auch 700. War ich ja vorher, bevor das Server abschließt oder so ein Scheiß. Wow. aber wer soll das mitnehmen? Warte mal, vielleicht kann ich das vorne dran machen. Ich habe nämlich vorne keine Anhänger oder keine Aufhängung dafür. So. Welches Feld war es jetzt? 24, ne? Ja, der Drescher steht schon bereit. Ja. Wow, das Fahrzeuggerät konnte nicht gekauft werden. Bitte versuchen Sie es erneut. Ja gut. Oh oh. Der Mister, ich hab dich nicht verlinkt. Darf ich mal vorbei? Danke. Aber soll ich euch was sagen? Oh, oh, sorry. Das war ich. Hab's nicht. Ja, ist klar. Das Teil hat auch keinen Namen. Nee? Auf dem Server, nein. Da stand Unknown Name. Das war Mähwerk zip da, aber... Okay, müssen wir mal gucken. Das ist schlecht, weil es sieht eigentlich richtig geil aus. Müssen wir... Ich glaube, ich bin gerade falsch gefahren. Egal. Ich spreche heute mit dem. Ich der Ärger. Hast du den Auto verlinkt? Wollen wir uns das andere noch kaufen? Ja, macht trotzdem? Ja, sicher. Wir müssen langsam mit Gras anfangen. Lass mal eins haben wenigstens. Welches? Den Mähbalken? Ja. Okay. Ja. Oh, really? Willst du denn zum Mähen beginnen jetzt, Hino? Ich frage nur. Wir könnten mähen, wir könnten... Weil sonst... Wie du willst.
mach das so, lass das oben stehen, die Presse und das Ladewagengedöns. Mach ich das Ballengedöns und du machst das Mähgedöns. Ja, kann ich machen. Aber du musst ja trotzdem beides irgendwie... Das ist egal, wenn ich mit dem einen fertig bin, bringe ich es zum Hof und dann hole ich erst das nächste. Okay. Alter. Mir fällt gerade was ein. Was denn? Bist da, ich verlinke dich nicht, Manus. Hä? Guck mal unter die Troubled Town GTA-Folge und die Rainbow Six-Folge, du Bob. Was denn? Da bin ich auch nicht verlinkt. Alter, das ist... Hast du das jetzt gerade nachgeguckt? Das war, die Über, das war die Überehre überhaupt für dich dort mitzuspielen. Da müsste noch verlinkt werden. Das kostet echt schon. Absolutes YouTube-Logo, ne? Weißt du, da treffen sich YouTuber so mit insgesamt, keine Ahnung, 400.000 Abonnenten. Und dann kommt der Bob da um die Ecke geschossen und so. Ey, du hast mich da nicht verlinkt, ne? Das weißt du schon. Was soll das? Ha? Ja, was soll das? Ha? Was soll das? Ha? Weißt du, und das, okay. Und das noch zusätzlich, wenn Tino krank ist. Ja, also, Freezy, nee. Ja, jetzt hat er ja Zeit, jetzt kann er ja auch jedes Mal was machen. Boah. Sonst ist er ja immer auf Achse, immer hier was zu tun, da was zu tun. Das stimmt. Also wir haben ja eine, also Gras haben wir ja mehr Auswahl, als wir eigentlich wollen, ne? Ja, vor allem große Flächen, glaube ich, oder? Groß ist gar kein Ausdruck. Okay. Also, also in der Relation zum Mähbalken ist es so schon gigantisch wahrscheinlich. Es ist abartig. Ja. Der Mähbalken ist gerade umgefallen. Oh Mann, was ist denn hier das Problem heute? Da steht wieder. Mähbalken so. Down. So. Ja. Okay, aber wir wollten mal über den LS17-Trailer quatschen. Folge halb um. Nein. Ja, LS17-Trailer. Es kam ja der Force Gameplay-Trailer. Und ihr habt ihn alle gesehen, außer Füsi bestimmt. Und ja, wie fandet ihr denn? Füsi, hast du ihn gesehen? Nein. Das war nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn gut. Natürlich ist dann immer die Frage, wie das dann im Endeffekt so aussieht, wenn wir das dann in die Hand bekommen, ne? Ja, kein Gameplay. Also kein Ingame. Ja, das ist. Ja. Ich finde die Maschinen finde ich sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, es sind so ziemlich alle DLCs, die es für den 15er gab, schon im Standard LS17 dabei. Richtig. JCB zum Beispiel, was war noch alles dabei? Dieses ganze IT-Runner, glaube ich, ist dabei, was ich jetzt gesehen habe. Ich glaube generell alle. Alle. Also das ist schon mal richtig nice, weil es gibt schon mal von Grund auf viel mehr Maschinen, viel mehr Auswahl. Also aber allerdings, ja, okay, ja. Ich finde das ein Pluspunkt, ganz. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach gut. Ja. Weil wenn du jetzt anguckst, die vergangenen LS-Teile, ne, es hat immer so ein, zwei Sachen gegeben, die du immer gekauft hast und das in Massen. War es jetzt der Bührer oder war es jetzt so ein Deutz, ne? Das hast du einfach immer gekauft. Ja. Und vielleicht kommen wir im 17 ein bisschen davon weg, dass man einfach mehr verschiedene hat. Ja. Das wird wenn schon man die Auswahl hat. Genau, das ist es. Wenn man die Auswahl hat, weil man einfach mehr im gleichen Preissegment mit der gleichen PS-Stärke hat. Ja. Was es so nicht gegeben hat. Richtig. Und wie findest du, generell so forstechnisch wurde ja gezeigt, wie mit dem neuen, mit dem Sampo. Ja. Das ist ja so dieser kleine Fellautomat quasi, also Holzfellautomat. Mhm. Wie findest du den? Ich muss zu dem Faust ganz allgemein sagen, bin ich enttäuscht, weil das sieht mir einfach kopiert aus. Die Animation, es ist alles für mich gleich wie im 15er. Ja. Das ist einfach, die neue Maschine ist cool, ist nicht so übermäßig groß, ne? Das finde ich ganz gut, dass es ein bisschen kleiner ist. Genau. Aber der Faust so allgemein jetzt betrachtet, finde ich ein bisschen Copy-Paste. Ja. Naja gut, man muss schauen, was für Bäume sind dann mit drin. Das ist natürlich da richtig, verschiedene Sachen dann und so weiter und so fort. Aber prinzipiell ist es eben so, dass man einiges schon gekannt hat aus dem Trailer. Das ist sehr so, vieles. Ja. Aber was interessant war auf jeden Fall auch dann, wie das Holz wegtransportiert wird. Denn das auf alle Fälle. Du scheinst das jetzt nicht mehr einfach auf den Trigger zu schütten, sondern du musst es direkt auf den Zug verladen. Genau, also man hat ja auch so einen Verladekran am Bahnhof, glaube ich, gesehen war das. Also ich habe das so gesehen, du bist mit einem Zug bist du angekommen und hast das von einem Waggon in den nächsten geladen. Richtig. Wenn das so richtig war.
Also muss, von einem Zug auf den anderen. Genau, von einem Zug auf den anderen. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass man jetzt nicht gesehen hat, und das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, wenn sich die Zange so zusammenpresst, ne? Ob das wie nennt man das? Ob es dieses Rumgebacke noch gibt. Ja, ja. Das hat man nicht gesehen. Und sie haben immer genau weggeschalten, wenn es zu dem Punkt kam. Ja. Das wäre interessant gewesen. Ja. Ob sie das ein bisschen besser in den Griff bekommen haben. Aber lass uns überraschen. Definitiv. Und ja, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall, also was cool ist, ist auf jeden Fall, dass man es jetzt diesmal selber auf den Zug laden muss. Ja. Ja, das ist ein ganz cooles Feature. Und dann fährt man mit dem Zug und dann habe ich das irgendwie so verstanden, dass man das auf den anderen Zug umlädt. Oder ich habe keine Ahnung. So ja, genau. Also es wird praktisch vor dem Zug, den du steuern kannst, auf den Zug, der im Endeffekt verkauft, verladen. Ja, genau. Wenn das jetzt so, glaube ich, einigermaßen richtig war. Irgendwie so. Also ich bin jetzt mit dem Mähwerk bei den Silos und werde da jetzt anfangen, Gras zu mähen. Okay. Ich habe auch schon den ersten Ballen gepresst, tatsächlich. Ach, ist der süß. Sieht aus wie so ein kleines Stückchen Butter. Warte mal, lass mich mal rein. Ja. Oh. Ja, okay. Gut. Oh. Oh, da kommen aber einige Ballen bei raus. Ja, also du bringst 50 Ballen, bringst du in den Hänger rein, also. Okay. Wow. 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 Ratzfatz, ey. Wow. Das war so früher, Tino, da gab's keine 5000 Liter Ballen. Aber hat's die auch so schnell gepresst früher? Ja, es ist an die Menge von Stroh, was hier liegt, kann das schon sein. Wow. Ja, das ist eine Lebensaufgabe. So. Soll ich dir was sagen? Bitte. Ich glaube, du schaffst die gleiche Strecke wie mit dem Ladewagen. Ich weiß es nicht. Es ist mal was anderes, das muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Also es ist Ballenpressen. Das ist auch cool. Ballenpressen. Ich bin generell ein großer Ballenfanatiker. Ja. Ich habe auch gesehen, wenn ich das jetzt so einwerfen darf, Cattle and Crops. Ja. Alter Falter, das hat mir... Es gab eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, muss ich haben. Und zwar, die Stelle... Ist wäre mein Traktor drin? Ich ja, weiß es nicht. Das war Wer geht da mal raus? Das war, ich wollte nur mal testen, wie das aussieht. Ach so, ja, so macht jetzt das. Mach mal. Es war die Stelle, wo man gesehen hat, dass ein paar Leute häckseln. Ne? Und ja. Genau der Punkt, wo der Häcksler von einem Hänger auf den anderen drüber switcht, ne? Den Punkt müsst ihr euch mal ganz genau angucken. Aber du hast meine Trailer-Analyse gesehen, sei ehrlich. Nein. Ich habe nur Ernsthaft? Das reine Video gesehen. Okay. Weil genau an dieser Stelle ja. habe ich bestimmt 3-4 Mal immer wieder zurückgesetzt und habe so langsam laufen lassen den Trailer und habe gesagt, guckt euch das an. Ja, genau. Das Wie ist diese quasi Stelle. Das Häckselgut an den anderen Hänger außen dran knallt ja. und runterfällt beim Überswitchen. Genau. Ja, fand ich mega nice. Das war richtig cool. Ich meine, die anderen Sachen ja. sind auch ganz hübsch, ne? Kann man jetzt nicht nur, aber ja. das war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das ist definitiv neu. Das hat es im LS nicht gegeben. Ja. Meint ihr, der Kettle and Crocs wird ein krasser Konkurrent für den 17er? Naja, es kommt ja als frühestens März 17 raus, ne? Richtig. Frühestens. Ja, gut. Prinzipiell würde ich das jetzt, weiß ich nicht, als Konkurrent, weiß ich nicht, ob man das so sehen kann. Also der Traktor, den wir hier haben, hat ein generelles Problem mit irgendwelchen Anbaugeräten, die dran sind. Ja, der fährt dann Ecke. Der fährt halt nur 5 km/h, ne? Willst du noch einen kaufen? Ja, also der muss irgendwie, der bringt keine Punkte. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir noch etwas Kredit offen hätten. Weil du wolltest dir ja doch einen mit Ketten kaufen, oder? Mit der Kette hinten. Ja. Der C-Tor, meinst du, ja. Zum Beispiel, ja. Das ist ganz nice. Ich will mal ganz kurz gucken, was wir noch haben. Ja, ja. Wobei ich den Frontrader eigentlich behalten würde, muss ich ehrlich sagen. Der Schlüter ist bei Mods drinne. Ja, ist, ja, ja, das stimmt. Aber auch bei den normalen, glaube ich. Es sind aber 2 Schlüter drin, oder? Einer für 14.000 und einer für 37 oder sowas. Na, der für 37 ist der aus dem Klassiker. Genau. So könnte man nehmen. Genau, das war der C-Tor 4016. Ach, der Schlüter 1050 meinst du, der für 14.5, das ja. ist ein Mod, ja. Das ist ein Mod, ja, okay. Ja, dann wollen wir den C-Tor, achso. C-Tor 4016, ja. Hm.
Weiß nicht, ob wir mal ausprobieren wollen, aber da reicht unser Geld nicht. Nee, nee, das ist... Das stimmt wohl. Wollen wir uns was leihen, oder? Ja. Wenn wir die Möglichkeit haben, warum nicht? Ist ja auch für die Zuschauer ganz interessant, glaube ich, wenn mal ein paar neue Maschinen wieder reinkommen. Ja. So. Reicht das denn? Das reicht. Ja, der kostet 37.000, ja. Machen wir noch vier, ja, das reicht. Okay. Ja. Aber das alles und noch viel mehr, Leute, in der nächsten Folge. Das alles. Verabschieden wir uns, das Like nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.